Ich begrüße euch heute bei der nächsten kleinen Jubiläumsfolge 20 von Let's Read. Und zwar heute mit einem etwas anderen Buch. Hatten wir erst einmal vom Genre her in unserem Genre, Let's Read Genre, und das stellt Olli euch jetzt vor. Kurz. Ich begrüße euch nämlich auch. Nicht nur. Ach, das ist ja. Okay, und zwar ist die Rede von einem Buch, was vielleicht vor allem Frauen und Jugendliche unter euch interessieren. Jugendliche Frauen. Und jugendliche Frauen natürlich. Interessieren könnte, aber wahrscheinlich auch alle andere. Und die Rede ist von Das Schicksal ist ein mieser Verräter. So ein Schwein. Von John Green. Jetzt wollte ich sagen, diese Schweine. Nein. Aber nein, John Green wurde 1977 geboren, hat englische Literatur studiert und ist dann vor allem bekannt geworden durch das Schreiben von Jugendromanen und diesem Stück hier. Genau. Wir haben jetzt zwar, also wie gesagt, Liebesroman, Liebesgenre haben wir jetzt schon gesagt, heute allerdings mal ein etwas nicht ganz so langes Format von der Dicke und einfach vom Umfang her, was in dem Fall ja dasselbe ist. Und wir haben aber heute auch eine besondere Lesevariante für euch gewählt. Genau, weil dieses Buch ist zu lang, um es durchzulesen. Also jetzt in so einer Episode hier, man kann es natürlich durchlesen, aber dann halt über längere Zeitraum. Und deswegen haben wir uns gedacht, es soll ja ein bisschen was Besonderes sein. Wie immer. Das, genau, wie immer. Haben wir uns überlegt, dass wir euch wie immer ungefähr 15 Minuten vom Anfang vorlesen, dann mitten in die Geschichte springen. Dass also, du einfach mal so ins Wasser geworfen seist. Genau, oder? So einfach mal mittendrin weiterlesen, dann natürlich von einem Kapitel anfangen, dass es schon ein bisschen logisch ist, auch für uns. Da ein bisschen noch lesen und dann nochmal vielleicht 15 Minuten vom Ende lesen. Also, dass wir dieses Let's Read so ein bisschen dreigeteilt haben. Es wird also schon eine etwas längere Episode heute. Ja. Wie gesagt, auch das kleine Special. Und ist ja eigentlich, wenn man aus der Mitte lesen, nicht, dass ihr verwirrt seid, nichts anderes, als würde man auf einem Einband eine Leseprobe von einem einfach aus dem Buch haben. Ne? Ja, das ist richtig. Genau, und das machen wir jetzt einfach so. Wir versuchen aber nicht, das richtige Ende der Geschichte mitzulesen. Also, sondern eben nur den Anfang. Genau, wenn wir merken, okay, wir sind jetzt am Epilog, ist es vielleicht auch schon zu spät. Gibt's überhaupt einen Epilog? Nee, gibt's gar nicht. Danksagung ist auch zu spät. Bei der Danksagung ist auch zu spät, genau. Also wir versuchen schon so zu lesen, dass ihr irgendwas noch, vom Ende. Ja, also Ende ist jetzt nicht das Ende, sondern der Anfang vom Ende. Ich habe genau gesagt. Olli beginnt, wahrscheinlich, wenn er das noch möchte. Gerne. Gut. Olli beginnt mit dem Anfang. Was irgendwie auch logisch ist, oder? Ja, wir oder beginnen nicht mit dem Ende vom Anfang. Ist das wichtig? Die Vorbemerkung des Autors lesen wir nicht. Nein. Wir beginnen natürlich immer wie immer mit dem Kapitel. Nicht mit dem Prolog, sondern hier gibt es ein Kapitel 1 von Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das Schwein. Von John Green. Und es geht los. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay. Warum sagst du alles zweimal? Weil dies ist der Anfang ist. Kapitel 1 ist. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß. Im Winter meines 17. Lebensjahrs kam meine Mutter zu dem Schluss, dass ich Depressionen hatte. Wahrscheinlich, weil ich kaum das Haus verließ, viel Zeit im Bett verbrachte, immer wieder dasselbe Buch las, wenig aß und einen großen Teil meiner reichlichen Zeit damit verbrachte, über den Tod nachzudenken. In jeder Krebsbroschüre oder Website oder Infoseite zu dem Thema werden Depressionen als Nebenwirkung von Krebs genannt. Doch in Wirklichkeit sind Depressionen keine Nebenwirkung von Krebs. Depressionen sind eine Nebenwirkung des Sterbens. Auch Krebs ist eine Nebenwirkung des Sterbens. Eigentlich ist fast alles eine Nebenwirkung des Sterbens. Aber meine Mutter glaubte fest, dass ich eine Therapie brauchte und deshalb brachte sie mich zu meinem Hausarzt Dr. Jim, der ihr bestätigte, dass ich bis zum Hals in einer lebenden und absolut klinischen Depression steckte und dass meine Medikamente neu eingestellt werden müssten und ich außerdem einmal die Woche eine Selbsthilfegruppe besuchen solle. Die Selbsthilfegruppe bestand aus einer wechselnden Besetzung von Jugendlichen in verschiedenen Stadien
des tumorbedingten Unwohlseins. Warum wechselte die Besetzung? Noch so eine Nebenwirkung des Sterbens? Natürlich war die Selbsthilfegruppe wahnsinnig deprimierend. Sie fand im kreuzförmigen Keller einer backsteingemauerten Episkopalkirche statt. Einmal die Woche setzten wir uns in einem Kreis in der Mitte des Kreuzes zusammen, an der Stelle, wo sich im übertragenen Sinn die beiden Balken überschnitten, also da, wo Jesus Herz gewesen wäre. Der Gedanke kam mir, weil Patrick, der Leiter der Selbsthilfegruppe und der einzige über 18 in der Runde, bei jedem einzelnen blöden Treffer von Jesus Herzen redete und davon, dass wir als Krebskinder direkt in Jesus superheiligem Herzen wohnten und so weiter. Und so lief es ab in Jesus Herzen. Wir 6 oder 7 oder 10 Teilnehmer kamen bzw. rollten herein, bedienten uns an einem dürftigen Buffet mit Keksen und Limonade, setzten uns in den Kreis des Vertrauens und hörten zu, wie Patrick uns zum 1000. Mal seine deprimierende Lebensgeschichte abspulte, wie er als Kind Krebs in den Eiern gehabt hatte und alle dachten, er würde sterben. Aber er ist nicht gestorben und jetzt war er hier als erwachsener Mann in einem Kirchenkeller in der 137. schönsten Stadt Amerikas, geschieden, videospielsüchtig, weitgehend freundlos und verdiente seinen mageren Lebensunterhalt, indem er seine krebslastige Vergangenheit ausschlachtete, während er nebenbei auf einen Uni-Abschluss hinarbeitete, der seine Karrierechancen nicht verbessern würde und wie wir alle darauf wartete, dass das Damoklesschwert endlich niedersauste und ihm die Erlösung verschaffte, die ihm vor all den Jahren versagt geblieben war, als der Krebs ihm beide Eier nahm, aber das ließ, was nur die barmherzige Seele ein Leben nennen würde. Sehr optimistisch. Alter, der Satz. Halbe Seite. Und du hast vielleicht auch so viel Glück. Dann stellte sich jeder von uns vor. Name, Alter, Diagnose und wie es uns heute so ging. Ich bin Hazel, sagte ich, wenn ich an die Reihe kam. 16, ursprünglich Schilddrüse, aber mit umfänglichen und hartnäckigen Metastasen in der Lunge. Und es geht mir ganz gut heute. Wenn wir einmal durch waren, fragte Patrick, ob sich jemand der Gruppe mitteilen wollte. Und dann ging es los mit der Selbsthilfe. Alle redeten von Kämpfen und Siegen, vom Schrumpfen und vom Scannen. Um fair zu sein, Patrick ließ uns auch vom Sterben reden. Aber die meisten der anderen starben nicht. Die meisten würden wie Patrick erwachsen werden. Was dazu führte, dass unter uns ein ziemlicher Konkurrenzkampf herrschte, denn wir alle wollten nicht nur den Krebs besiegen, sondern auch die anderen in der Gruppe. Mir ist klar, dass es völlig irrational ist, aber wenn du gesagt bekommst, dass du eine, sagen wir, 20-prozentige Chance, noch 5 Jahre zu leben, dann fängst du automatisch zu rechnen an und rechnest dir aus, dass damit einer von 5 gemeint ist. Also siehst du dich um und denkst, wie jeder gesunde Mensch, ich muss 4 von den armen Schweinen hier überleben. Der einzige Lichtblick in der Selbsthilfegruppe war ein Junge namens Isaac. Ein schlaksiger Typ mit langem Gesicht und glatten, blonden Haar, das ihm über ein Auge fiel. Und die Augen waren sein Problem. Er hatte diesen abartig seltenen Augenkrebs. Ein Auge hatte sie ihm rausgenommen, als er noch klein war. Und jetzt trug er eine superdicke Brille, durch die seine Augen, das echte und das Glasauge, unnatürlich riesig aussahen, als würde sein ganzer Kopf nur aus dem künstlichen Auge und dem echten Auge bestehen, mit denen er einen anstarrte. Sein Blick hatte dadurch zwar eine unheimliche Intensität, aber Isaac war angenehm sarkastisch. Soweit ich es von den seltenen Gelegenheiten verstand, wenn Isaac sich der Gruppe mitteilte, hatten sie jetzt auch was im anderen Auge entdeckt. Und das hing nun sozusagen am seidenen Faden. Isaac und ich unterhielten uns ausschließlich durch Seufzer. Jedes Mal, wenn jemand von Antikrebsdiäten oder dem Inhalieren von gemahlenen Haifischflossen oder sowas redete, warf er mir einen Blick zu und seufzte leise. Darauf schüttelte ich kaum merklich den Kopf und atmete zur Antwort hörbar aus. Die Selbsthilfegruppe war also ätzend. Und nach ein paar Wochen sträubte ich mich mit Händen und Füßen gegen den ganzen Zirkus. Tatsächlich hatte ich just an dem Mittwoch, an dem ich die Bekanntschaft von Augustus Waters machte, alles versucht, die Selbsthilfegruppe zu schwänzen.
während ich mit meiner Mutter auf dem Sofa saß und den dritten Teil eines 12-stündigen America's Next Topmodel Marathons von vergangenen Jahr sah, den ich zugegebenermaßen bereits kannte. Ich weigere mich, zur Selbsthilfegruppe zu gehen. Mom, das Desinteresse an Aktivitäten ist ein Symptom der Depression. Ich, bitte lass mich einfach America's Next Topmodel sehen. Das ist auch eine Aktivität. Mom, Fernsehen ist passiv. Ich, ach Mom, bitte. Mom, Hazel, du bist ein Teenager. Du bist kein kleines Kind mehr. Du musst Leute kennenlernen, aus dem Haus gehen, dein Leben leben. Ich, wenn du willst, dass ich mich wie ein Teenager benehme, dann schick mich nicht zur Selbsthilfegruppe. Besorg mir einen gefälschten Ausweis, damit ich in Clubs reinkomme und Wodka trinken und Haschisch nehmen kann. Mom, erstens, Haschisch nimmt man nicht. Ich, siehst du, sowas wüsste ich, wenn du mir einen gefälschten Ausweis besorgen würdest. Nur einen und auch nur für einmal. Mom, du gehst zur Selbsthilfegruppe. Ich, Mom, Hazel, du verdienst zu leben. Darauf fiel mir nichts ein. Auch wenn ich nicht nachvollziehen konnte, auf welcher Ebene die Teilnahme an der Selbsthilfegruppe die Definition von Leben erfüllte. Trotzdem ließ ich mich breitschlagen, nachdem ich ausgehandelt hatte, dass ich die 1,5 Folgen von AMTM aufnehmen durfte, die ich verpassen würde. Der Grund, aus dem ich zur Selbsthilfegruppe ging, war derselbe, aus dem ich Krankenschwestern mit einer gerade mal 18 Monate langen Ausbildung erlaubte, mich mit Medikamenten mit exotischen Namen zu vergiften. Ich wollte meine Eltern glücklich machen. Denn es gibt nur eins auf der Welt, das ätzender ist, als mit 16 an Krebs zu sterben. Und das ist, ein Kind zu haben, das an Krebs stirbt. Um 16.56 Uhr fuhr Mom in die halbrunde Auffahrt vor der Kirche. Ich fummelte an einer Sauerstoffflasche herum, um Zeit zu schinden. Soll ich sie direkt reintragen? Nein, geht schon, sagte ich. Die grüne Metallflasche wog nur ein paar Pfund, und ich hatte einen kleinen Wagen, auf dem ich sie hinter mir herzog. Sie versorgte mich über einen durchsichtigen Schlauch, der sich im Nacken teilte, hinter meinen Ohren entlang lief und sich an den Nasenlöchern wieder traf, mit einem Liter Sauerstoff pro Minute. Der war nötig, weil meine Lunge grottenschlecht in ihrem Job war. »Ich hab dich lieb«, sagte Mom, als ich endlich ausstieg. »Ich dich auch, Mom. Bis sechs. Lern Leute kennen«, rief sie durchs runtergelassene Fenster hinter mir her. Ich wollte nicht mit dem Fahrstuhl fahren, weil der letzte Fahrstuhl in der Selbsthilfegruppe so was letztes Stündleinmäßiges an sich hatte. Also ging ich zu Fuß die Treppe herunter. Dann nahm ich mir einen Keks, schenkte mir Limonade in einen Plastikbecher und drehte mich um. Ein Junge starrte mich an. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich ihn noch nie gesehen hatte. Er war groß und schlaksig, so dass der kleine weiße Plastikstuhl der Sonntagsschule wie ein Zwergenstühlchen unter ihm wirkte. Sein Haar war kastanienbraun, glatt und kurz. Er war vielleicht so alt wie ich oder ein Jahr älter. Oder noch ein Jahr älter. Und saß mit provozierend schlechter Haltung da. Hintern an der Stuhlkante, eine Hand in der Tasche, seiner dunklen Jeans. Ich wandte den Blick ab, während mir mit einem Mal all meine tausend Schwächen bewusst wurden. Die alten Jeans, die ich trug, waren mal eng gewesen, aber jetzt flatterten sie an den falschen Stellen und die Band auf meinem gelben T-Shirt fand ich schon lange nicht mehr gut. Und meine Haare. Ich hatte diesen Bubikopf, den man trägt, wenn man vorher eine Glatze hatte, und hatte mir nicht mal die Mühe gemacht, mich zu bürsten. Dazu kamen die grotesk aufgeblasenen Hamsterbacken. Noch so eine Nebenwirkung der Behandlung. Ich sah aus wie ein normal gebauter Mensch mit einem Luftballon als Kopf. Von meinen geschwollenen Fesseln ganz zu schweigen. Trotzdem, als ich mich wieder umsah, klebte sein Blick immer noch an mir. Zum ersten Mal verstand ich, warum es Augenkontakt hieß. Ich ging in den Kreis und setzte mich neben Isaac, zwei Plätze von dem neuen Jungen entfernt. Ich sah wieder in seine Richtung. Er beobachtete mich immer noch. Also, ich sage es ganz offen,
Der Typ war echt süß. Wenn man von einem nicht süßen Jungen angestarrt wird, ist es im besten Fall peinlich und im schlimmsten Fall eine Form von Belästigung. Aber bei einem süßen Typen, naja. Ich kramte mein Telefon heraus und sah auf die Uhr. 16.59 Uhr. Der Kreis füllte sich mit den unglücklichen 12 bis 18-Jährigen und dann stimmte uns Patrick mit dem Gelassenheitsgebet ein. Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Der Junge beobachtete mich immer noch. Ich war kurz davor, rot zu werden. 17 Uhr, eine Minute später als gerade eben noch. Der Junge beobachtete mich immer noch. Ich? Ach so. Vielleicht wollte ich wieder. Oder wollen wir jetzt schon ins... Nee, geht noch. Irgendwann beschloss ich, die richtige Strategie wäre, zurückzustarren. Immerhin haben Jungs kein Monopol aufs Starren. Also sah ich ihn von oben bis unten an, während Patrick zum 1000. Mal von seinen verschlorenen Eiern redete und bald starrten der Junge und ich um die Wette. Nach einer Weile musste er grinsen und dann endlich sah er mit seinen blauen Augen weg. Als er mich wieder ansah, zog ich die Brauen hoch, um ihm zu zeigen, dass ich gewonnen hatte. Ich zuckte die Schultern. Patrick redete weiter und irgendwann ging es mit den Vorständen los. Isaac, vielleicht möchtest du heute anfangen. Ich weiß, dass dir in der kommenden Woche eine große Herausforderung bevorsteht. Okay, sagte Isaac. Ich heiße Isaac. Ich bin 17. Am Montag werde ich operiert und danach bin ich blind. Ich will mich nicht beschweren oder so, weil ich weiß, dass es viele von uns hier schlechter erwischt haben. Aber naja, blind werden ist irgendwie scheiße. Aber meine Freundin ist eine große Hilfe. Und Freunde wie Augustus. Er nickte dem Jungen zu, der jetzt einen Namen hatte. Tja, also, fuhr Isaac fort. Er sah seine Hände an, die er zu einem Tippi gefaltet hatte. Kann man nichts machen. Wir sind für dich da, Isaac, sagte Patrick. Sagen wir es ihm, Leute. Und dann sprachen wir alle im Chor, wir sind für dich da, Isaac. Der nächste war Michael. Er war 12, er hatte Leukämie. Er hatte immer schon Leukämie gehabt, es ging ihm ganz gut, sagte er zumindest, er hatte den Fahrstuhl genommen. Lida war 16 und hübsch genug, um die Blicke süßer Jungen auf sich zu ziehen. Sie war Stammgast, in der ewigen Remission einer Form von Blinddarmkrebs, von der ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Wie jedes einzelne Mal, wenn ich hier war, erklärte sie, dass sie sich stark fühlte, was mir, der die Sauerstoffschläuche in der Nase kitzelten, ziemlich angeberisch vorkam. Es stellten sich noch 5 andere vor, bevor er an die Reihe kam. Als er dran war, lächelte er ein bisschen. Seine Stimme war tief und rau und zum Umfallen sexy. Ich heiße Augustus Waters, sagte er. Ich bin 17. Vor anderthalb Jahren hatte ich den leichten Anflug eines Osteosarkoms. Aber eigentlich bin ich heute nur hier, weil Isaac mich darum gebeten hat. Und wie geht es dir heute? Fragte Patrick. Oh, mir geht es toll. Augustus Waters lächelte mit einem Mundwinkel. Ich sitze in einer Achterbahn, auf der es immer nur aufwärts geht, mein Freund. Als ich dran war, sagte ich, ich heiße Hazel, ich bin 16, Schilddrüse mit Metastasen in der Lunge, es geht mir ganz gut. Die Stunde verging schnell, es wurde von Kämpfen berichtet, von gewonnenen Schlachten und Kriegen, die so gut wie verloren waren, es wurde von Hoffnung geredet, Familien wurden gepriesen und beschimpft, man war sich einig, dass Freunde es nicht einfach verstanden, Tränen wurden vergossen, tröstende Worte wurden gesprochen. Weder Augustus Waters noch ich sagten ein Wort, bis Patrick fragte, Augustus, vielleicht möchtest du der Gruppe von deinen Ängsten erzählen. Meine Ängste? Ja. Ich habe Angst vor dem Vergessen, antwortete er, ohne zu zögern. Ich fürchte das Vergessen, wie der sprichwörtliche Blinde, der die Dunkelheit fürchtet. Zu früh, sagte Isaac und grinste. War das unsensibel? Fragte Augustus. Manchmal bin ich ziemlich blind für die Gefühle von anderen. Isaac lachte, doch Patrick hob mahnend den Finger.
Bitte, Augustus, bleiben wir bei dir und deinen Kämpfen. Du hast gesagt, du fürchtest das Vergessen? Ja, sagte Augustus. Patrick fiel nichts dazu ein. Möchte vielleicht jemand etwas sagen? Seit 3 Jahren ging ich nicht mehr zur Schule. Meine besten Freunde waren meine Eltern. Mein drittbester Freund war ein Schriftsteller, der nicht einmal ahnte, dass ich existierte. Ich bin nicht der Typ, der sich down meldet. Wenn irgendwo Freiwillige gesucht werden, ist meine bewährte Strategie, mich höflich im Hintergrund zu halten. Doch dieses eine Mal beschloss ich, etwas zu sagen. Ich hob die Hand halb und Patrick rief mich sofort auf, mit offenkundiger Freude, Hazel! Wahrscheinlich dachte er, dass ich mich endlich öffnete, Teil der Gruppe wurde. Ich sah Augustus Waters an, der meinen Blick erwiderte. Seine Augen waren so blau, dass man fast durch sie hindurchsehen konnte. Es kommt die Zeit, sagte ich, da wir alle tot sind. Wir alle. Es kommt die Zeit, dass es keine Menschen mehr gibt, die sich erinnern können, dass je irgendwer von uns existiert hat oder dass unsere Spezies je irgendetwas geleistet hat. Dann ist keiner mehr da, der sich an Aristoteles oder Kleopatra erinnert und erst recht nicht an dich. Alles, was wir getan oder gebaut, geschrieben, gedacht oder entdeckt haben, alles wird vergessen sein und all das hier, ich machte eine allumfassende Geste, hat keine Bedeutung mehr. Vielleicht kommt diese Zeit bald, vielleicht erst in Millionen von Jahren, aber selbst wenn wir den Kollaps unserer Sonne überleben sollten, überleben wir nicht für immer. Es gab eine Zeit, bevor die Organismen zu Bewusstsein kamen, und es wird eine Zeit danach geben. Und wenn es die Unausweichlichkeit des menschlichen Vergessens ist, die dir Angst macht, dann rate ich dir eins. Ignoriere sie einfach. Das ist, weiß Gott, was alle anderen machen. So. Das ist erstmal der erste Teil. Genau. Du darfst jetzt in die Mitte gucken und ein Kapitel aufblättern. So, ich lasse euch entscheiden. Und warte mal, bis was passiert. Ja, ihr habt gut gewählt. Ja, das finde ich auch. Also, es ist nicht schlecht, was ihr da gerade hattet. Und da ist das... Ja, noch eine, dann ist das Kapitel. Ja, noch eine. ihr habt gut gewählt. Kapitel 10 habt ihr euch ausgesucht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. Und wir lesen dann jetzt Kapitel 10. In dem Fall ich. Kapitel 10. Wir konnten nur einen Koffer mitnehmen. Ich konnte keinen Koffer tragen. Und Mom ließ sich nicht dazu bewegen, 2 zu tragen. Also rangelten wir um Platz in dem alten schwarzen Koffer. Was? Also rangelten wir um Platz in dem alten schwarzen Koffer, den meine Eltern vor 1 Million Jahren zur Hochzeit bekommen hatten. Er hätte sein Leben an lauter exotischen Orten verbringen sollen. Aber nun pendelte er zwischen Indianapolis und Dayton hin und her, wo Morris Property Inc. ein Satellitenbüro unterhielt, das mein Vater häufig besucht hatte. Ich fand, dass mir mehr als die Hälfte des Koffers zustand, weil wir ohne mich und meinen Krebs gar nicht nach Amsterdam fahren würden. Mom hielt dagegen, dass ihr, da sie doppelt so groß war wie ich und deswegen mehr Stoff brauchte, um den Anstand zu wahren, mindestens 2 Drittel des Koffers zustanden. Jetzt verstehe ich's. Ich habe gedacht, die wollen in den Koffer. Also, naja. Am Ende verloren wir beide. So ist das Leben. Obwohl unser Flug erst gegen Mittag ging, stand Mom um 5:30 auf, knipste das Licht an und rief, Amsterdam! Sie rannte den ganzen Morgen herum, sah nach, ob wir die internationalen Adapter hatten, sah 3-mal nach, ob wir genug Sauerstoffflaschen für die Reise hatten und ob alle voll waren und so weiter und so weiter. Und in der Zwischenzeit schleppte ich mich aus dem Bett und zog meine Reise nach Amsterdam Outfit Jeans an. Jeans, rosa, Oberteil mit schmalen Trägern und schwarze Strickjacke, falls es im Flugzeug kalt war. Als 6:15 der Wagen gepackt war, bestand Mom darauf, dass wir mit Dad frühstückten, ganz gegen meine moralischen Bedenken, vor dem Morgengrauen zu essen. Ich war doch kein russischer Bauer aus dem 19. Jahrhundert, der sich für den Tag auf den Feldern stärken musste. Trotzdem schaffte ich es, ein bisschen Rührei herunterzuwürgen, während meine Eltern ihre hausgemachten Versionen von McDonald's Eiermuffins aßen, die sie liebten. »Warum isst man eigentlich immer nur Frühstückssachen zum Frühstück?«, fragte ich. »Ich meine, warum gibt es bei uns zum Beispiel nie Curry zum Frühstück?« »Hazel, iss!« »Aber warum?«, fragte ich.
Mal im Ernst, wie kommt es, dass es Rührei immer nur zum Frühstück gibt? Schinken kann man jederzeit auf ein Brötchen legen, aber sobald man ein Ei drauflegt, zack, ist es Frühstück. Mein Vater antwortete mit vollem Mund, wenn du zurückkommst, machen wir Frühstück zum Abendessen. Abgemacht? Ich will kein Frühstück zum Abendessen, antwortete ich und kreuzte das Besteck auf meinem fast vollen Teller. Ich will Rührei zum Abendessen, ohne die lächerliche Annahme, dass eine Mahlzeit, in der ein Rührei vorkommt, Frühstück ist, selbst wenn es abends serviert wird. Du musst wissen, wofür es sich zu kämpfen lohnt in dieser Welt, sagte meine Mutter. Aber wenn du dich wirklich für diese Sache stark machen willst, stehen wir natürlich hinter dir. Was ist das für eine Überleitung, Mom? Es hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Ziemlich weit hinter dir, sagte Dad und Mom lachte. Trotzdem, auch wenn ich wusste, dass es albern war, hatte ich irgendwie Mitleid mit Rührei. Nachdem sie mit dem Frühstück fertig waren, spülte Dad das Geschirr und brachte uns zum Wagen. Natürlich fing er an zu weinen und dann küsste er mich mit seinem nassen, stoppeligen Gesicht auf die Wange. Er drückte die Nase an meinen Wangenknochen und flüsterte, »Ich hab dich lieb. Ich bin ganz stolz auf dich.« »Worauf?«, fragte ich mich. »Danke, Dad. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Ja, mein Schatz, ich hab dich so lieb. Ich hab dich auch lieb.« »Wir sehen uns in ein paar Tagen, mein Schatz. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich auch lieb, Dad.« Ich lächelte. »Wir sind ja nur 3 Tage weg.«